Nicht nur unser SC Freiburg hat viel zu tun, auch Let's Splinter und sein Kanal sind an diesem Wochenende auf Hochtouren. Richtiges Video-Staccato für euch. Civilization 6 bekommt ein neues Let's Play. Das ist gestern gestartet und dieses Wochenende an jedem Tag ein neues Video. Aber es ist Samstag. Ihr seid wegen dem Fußballmanager hier und insofern freue ich mich auf die neue Folge mit euch. Viel Spaß dabei, los geht's. Und wie wir wissen, englische Wochen direkt zum Rückrundenstart. Nun geht es zu Hause gegen den VfB Stuttgart am 20. Spieltag. Und ich bin ein bisschen froh, dass im wahren Leben der SC Freiburg auch so gut dasteht, weil sonst würde man mir wahrscheinlich diese Tabelle einfach nicht glauben. Der SC Freiburg steht und wir stehen auf Platz 3 und versuchen nach der Niederlage gegen den BVB nun wieder Spur zu fassen und zu finden. Stuttgart ist Tabellenletzter. Ich hoffe, dass wir hier zu Hause ordentlich eine Partie bestreiten werden, die nächsten 3 Punkte in unsere Punktekasse spült. Ganz interessant übrigens mal ein kurzer Blick auf die Statistik. Wir sind im Bereich der Teamverbesserungen diese Saison die Mannschaft, die die meiste Verbesserungswerte aufweisen kann. Von 814 auf 829 bedeutet ein Plus von 15 Stärkepunkten. Das ist niemand anderem so gelungen. Und insofern sind wir da sehr froh über unser Trainerteam. Das läuft also richtig gut. Darüber hinaus ein kurzes Dankeschön an der Stelle für den Kommentar. Es gab den Hinweis, dass ich an den Budgets noch ein bisschen rumschrauben kann. Ihr seht, ich habe hier noch 23 Millionen für die Transfers offen, die wir aller Voraussicht nach nicht erfüllen werden, beziehungsweise ausschöpfen werden. Und insofern bin ich tatsächlich gewillt, ein bisschen in die Infrastruktur zu schieben. Allerdings können wir das erst in ein paar Tagen wieder. Ihr seht es unten in den Notizen. Wir können nur alle 4 Wochen nach einer Erhöhung des Budgets fragen. Und ich glaube, damit einher geht auch die Verschiebung, weil die Buttons hier aus sind. Ich werde das zu gegebener Zeit aber auf jeden Fall wieder anpacken, weil mir die Infrastruktur sehr wichtig ist. Wir hatten da in der jüngsten Vergangenheit relativ viel gemacht. Möchte da aber noch ein bisschen weiterkommen, damit unsere Struktur noch ein wenig besser ist und wir mehr Mitarbeiter einstellen können, bessere Trainingsgelände und alles Mögliche an psychologischer und ärztlicher Betreuung zur Verfügung stellen können. Und dann nutzen wir die Möglichkeit, im privaten Bereich auch mal wieder etwas zu tun. Ihr lernt ein wenig über Let's Splinter Dinge ke kennen. Wir kaufen uns einen Hyundai i30 Kombi und das ist tatsächlich das Auto, das ich fahre. Insofern kaufen wir dieses Mal, um ein wenig Geld auszugeben, denn wir haben ein relativ hohes Privatvermögen. Ich warte so ein bisschen auf eine kleine Villa oder ein großes Wohnhaus, aber da werden wir zu gegebener Zeit dann zu kommen. Das nur am Rande. Ich habe auch immer ein bisschen Spaß am privaten Bereich. Lasst euch da kurz dran teilhaben. Aber es soll um den SC Freiburg gehen und es steht ein Spieltag an. Und dann sind wir schon soweit. 20. Spieltag, der SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart, 3. gegen 18. Hinspielergebnis nur in Anführungszeichen ein 1 zu 0, aber immerhin, es war natürlich auswärts. Luftlinie 133 Kilometer voneinander entfernt, geht es nun hier um die Wurst. Und hier oben seht ihr es, Stirn an Stirn, wir haben ein Derby vor der Brust. Leipzig spielt gegen Wolfsburg und die TSG Hoffenheim duelliert sich mit dem BVB. Bin sehr gespannt, wie die Spiele ausgehen, denn wenn wir 4., 5., 6., 7. nochmal uns kurz vor Augen führen, einen Moment, denn es ist das sogenannte, wir hatten da schon mal Baden-Württemberg-Duell. Wenn wir uns vor Augen führen, dass der 4. gegen den 5. und der 6. gegen den 7. spielt und wir auf Platz 3 stehen, sollten wir 3 Punkte holen und im Idealfall geht da irgendwo sogar noch ein Unentschieden über die Bühne. Bin sehr gespannt, wie dieser Spieltag am Ende aussehen wird. Wir starten in die taktische Vorbereitung zum Spieltag. Ich werde wieder Omar Richards aufstellen. Auf links gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hab den Tipp bekommen hinsichtlich der Positionsangelegenheiten, dass wir nochmal auf die Laufwege schauen. Das machen wir jetzt auch an der Stelle. Und ich gebe unserem Kollegen Kammerwinger mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hier zur Entfaltung, sowohl defensiv als auch offensiv. Soll hier schon ein paar Meter machen. Grifo bekommt hier mal einen Laufweg. Ihr seht, das hat sich entweder alles zurückgestellt oder ich habe es nie eingestellt. Versuche hier aber auf den Außenbahnen natürlich Druck ein bisschen ins Zentrum zu erwirken. Und insofern machen wir hier gleiche Schiene. Schmid möchte ich gern ein bisschen weniger offensiv haben. Richards aber dafür umso mehr. Ansonsten bleibt Heinz etwas positionsgetreuer hinten und dann sollte das passen. Bin noch am Überlegen, ob wir Petersen ein bisschen mehr ins Zentrum ziehen und Demirovic sich fallen lässt.
Ehrlicherweise bin ich da aber auch nicht so ganz im Thema, was die Laufwege anbelangt und was hier wirklich an Synergieeffekten möglich ist. Insofern hoffe ich tatsächlich nur auf ein paar Kommentare, was die Laufwege anbelangt. Hatte ja schon dankenswerterweise einen Tipp bekommen und bin immer für eine kurze Meinung zu haben. Schließlich sollte er auch Teil an diesem Spiel haben und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ja, es geht wirklich runter wie Öl, dass ihr euch die Videos hier anschaut und insofern freue ich mich wirklich sehr über jeden Kommentar. Im Zuge der englischen Woche werde ich auf jeden Fall mal durchwechseln und Konaté bringen. Das erinnert mich daran, dass ich eben natürlich einen Laufweg für Heinz definiert habe. Ist aber tatsächlich so eingestellt, dass es alles passt, das ist in Ordnung. Ich hatte Demirovic aber ein bisschen weiter defensiv gesagt. Petersen bleibt vorne drin. Habe mich da eben verklickt und den Aufstellungsassistenten befragt und insofern hat sich mir gerade die komplette Taktik zerschossen. Soll euch nicht weiter stören. Ihr seht, ich habe hier wieder alles Mögliche so weit im Beritt. Salai geht nicht so weit zurück. Aber das haben wir eigentlich ganz gut geregelt und jetzt denke ich, sind wir taktisch gut aufgestellt. Ein wenig durcheinander kann es nun also losgehen. Und hey, Lukas Höhler ist wieder fit. Ich hatte noch einen Kommentar entsprechend zu ihm losgelassen, bin nämlich froh, dass Demirovic momentan da ist. Angeschlagener Höhler ist noch keine Option für uns. Insofern nehmen wir das zur Kenntnis, lassen aber Kevin Schade und Lars Stindl zur Verfügung, den ich übrigens bringen werde. Das habe ich ganz vergessen. Wechseln also nochmal durch. Es ist ein bisschen durcheinander gelaufen. Ihr entschuldigt, dass wir starten ins Spiel. Der VfB Stuttgart sollte nun reif sein. Und dann geht es auch schon los mit dem Tor. Ich wollte erstmal die Aufstellung von Stuttgart verlesen. Da steht es schon 1:0 für uns. Nils Petersen trifft. Großartig. Erste Minute. Also, eigentlich wollte ich sagen, die Stuttgarter mit dem 4-3-3, da mit Appelkamp im offensiven Mittelfeld unterwegs und dann mit links und rechts außen und Kalajdzic als einzigen Stürmer vorne in der Mitte. Aber wir führen schon 1:0. Der VfB Stuttgart ist noch nicht richtig wach und der SC Freiburg macht das Tor. Ein blitzschneller Konter. Kammerwinger läuft völlig frei über den linken Flügel, legt quer auf Petersen. Der Pass des fleißigen Mittelfeldspielers war schlecht und trotzdem ist Petersen in der Lage, das Ding ins Tor zu legen. Wunderbar, wir führen 1:0 in der ersten Minute. Das freut uns natürlich. Weiter geht's. Pfostenschuss direkt im Anschluss. Kurz vorm 2:0 hier. Grifo in der vierten. Was ist denn das für ein unfassbarer Start von uns? Dann mehrere Ecken von Grifo. Noch ohne Erfolg. Und dann das 1:1 aus dem Nichts für den VfB. Appelkamp mit dem 1:1 in der 21. Mangala schickt Sosa, flankt aus vollem Lauf, Appelkamp frei am langen Pfosten und es steht 1:1, als wäre nichts gewesen. Und während ich es sage, 2:1 für uns. Es geht ein bisschen hin und her. Merkwürdige Partie, Roland Salay macht das 2:1 für den SC Freiburg. Nach einer Ecke von Grifo, ich bin sehr zufrieden darüber, Salay fasst sich aus 16 Metern in ein Herz und hämmert das Ding in die Maschen des Stuttgarter Tores. Und es steht, ihr merkt es, ich schneide hier nicht, 2:2. Wataru Endu. Wir fordern definitiv mehr Konzentration. Was hier los, Jungs? 30. Minute. Endo durch die Freiburger Abwehr. Richards kann zunächst klären, doch der Ball kommt wieder zu Endo, der nicht lange fackelt und zum 2:2 trifft. Wahnsinnig komplizierte Partie. Kommen sowieso schon kaum hinterher. Aber das kann uns nicht gefallen. Eine Minute Nachspielzeit. Und dann geht es schon in die Halbzeitpause. Und da stacheln wir die ganzen Männer mal ein bisschen an. Los, jetzt zeigt es ihnen. Die Mannschaft muss gewinnen und sie muss es tatsächlich. Also wir haben den Spieltag vorher auseinandergepflückt. Ihr wisst genau, was Sache ist. Salai mit einer 1,0 übrigens. Aber was war das denn jetzt bitte für eine Leistung? Also ganz, ganz merkwürdige Partie. Bin hier auch gewillt, Konaté mal ein bisschen zu motivieren. Liefert hier nicht das, was ich von ihm fordere. Und dann geht es in die zweite Halbzeit. Bis gleich. Die Stuttgarter sind da, das ist eigentlich erstaunlich. Petersen hat nur noch Müller vor sich, in den Winkel, 3:2 nach Wiederanpfiff. Führen wir in der 50. durch das 12. Saisontor von Petersen. Guter Mann, schießt die Tore. Wir können froh sein, dass wir wieder vorne sind. Stindl verpasst Nils Petersen nur knapp. Und dann sind wir hoch überlegen und jetzt müssen wir eigentlich das vierte machen. Führig kommt für Endo, der das 2:2 machte. Und ich bin gewillt, ein bisschen durchzuwechseln. Wir werden Schmiedmer erlösen und tatsächlich Christian Günther auf rechts bringen. Und Richards muss somit vermutlich durchspielen. Wir könnten noch Heinz dort bringen. Mal gucken, wie es am Ende des Spiels aussieht. Ansonsten werde ich nicht viel machen. Offensiv haben sie sich jetzt alle einigermaßen gefangen. Insofern lassen wir es erstmal bei den noch weiteren vier möglichen Wechseln. 70 Minuten gespielt. Günther kommt für Schmied. Weiter geht's. Wir führen 3:2.
Und dann die hochkarätige Chance für den VfB Stuttgart, aber Gott sei Dank nicht der Ausgleich, sondern das vierte vom SC Freiburg. Wer macht's? Nils Petersen, wer sonst? Kammerwinker mit der zweiten Vorlage die Saison. Ja, Petersen dreht sich schnell um die eigene Achse und trifft ins lange Eck und damit sollte das Ding jetzt auch wirklich durch sein. Massimo kommt beim VfB, der Regen hört langsam auf und wir wechseln ein weiteres Mal durch. Salay wird ersetzt, wir bringen Haberer und Schlotterbeck wird auch ein bisschen erlöst. Wir bringen Dominik Heinz an der Stelle und haben noch zwei Wechsel für die letzten Minuten. Und die zweite Halbzeit ist dann schon etwas ruhiger. Wir führen Gott sei Dank mit 4:2. Es sind noch gut 5 Minuten zu spielen. Wir wechseln weiter durch. Wir können Jong vom Feld nehmen und bringen Eggestein an der Stelle. Und unser guter Freund Nils Petersen wird dann auch noch ausgewechselt. Super Partie von ihm. Demirovic kommt für die Sekunden, die noch von der Uhr zu nehmen sind. Und dann ist das Spiel beendet. Wir gewinnen 4:2 gegen den VfB Stuttgart. Aber nach was für einer ersten Halbzeit bitte? Was war das denn? Also extrem merkwürdige Partie. Aber interessiert mich gerade schon wieder alles nicht mehr. Wie sind die anderen Spiele ausgegangen? Leipzig-Wolfsburg spielen 1-1 tatsächlich und der BVB gewinnt 1-0 in Hoffenheim. Die Dortmunder jetzt hier richtig auf Zug. 5 Spiele, 4 Siege. Also die sind richtig da. Leipzig hat, wie gesagt, unentschieden gespielt. Insofern sind wir wieder ein bisschen vor und die Situation hinter uns entschlackt sich ein wenig. Nach vorne geht wenig. Die Bayern und Leverkusen holen alles weg, was da geht. Leverkusen gewinnt 4:1 gegen Augsburg und die Bayern 3:1 in Berlin. Insofern, der dritte Platz ist momentan sicher, aber auch nur 4 Punkte auf den BVB, womit wir runter wären von den Champions-League-Plätzen. Es bleibt durchaus spannend. Der 21. Spieltag, Dortmund gegen Leverkusen und Bayern gegen Leipzig. Ich habe es nur schon mal gesagt, wir spielen gegen den FC Köln. Und die Kölner befinden sich auf Platz 9. Wiederum ein Spieltag, der für uns wirklich wichtig ist. Es war nicht anders zu erwarten. Nils Petersen in der Mannschaft der Woche. Dafür loben wir ihn natürlich 5 Moralpunkte hinzu. Und dann ist halt mies, dass wir 3 Tage später schon auswärts gegen den FC Köln ran müssen. Da hilft auch die Kölner Fanfare nicht. Wir sind Favorit, das auf jeden Fall. Hinspiel 3:2 gewonnen, daheim gegen den FC und jetzt auswärts. Aber das ist natürlich 3 Tage später echt ein Brett, das muss man so sagen. Und bin da sehr gespannt, wie wir hier bestehen werden. Müssen ein bisschen durchwechseln, aber Nils Petersen, die alte Formrakete, spielt definitiv. Guckt euch das mal an. 80 Stärkepunkte für ihn. Und auch Salay mit 82. Boah, der ist 24, der Mann. Wie stark ist der momentan, bitte? Guckt euch das mal an. Form sehr hoch, überglücklich. Können wir noch mit ihm reden und ihn noch ein bisschen rauskitzeln? Lob ihn fürs letzte Spiel. 5 Moralpunkte. Ja, tschakka. Wohingegen Konaté nicht wirklich überzeugt hat, da wechseln wir durch. Und Richards braucht auch eine Pause. Der ist jetzt schon bei einer Frische von 75. Bedeutet wahrscheinlich, wo haben wir sie hier? Ne, er ist eigentlich noch als frisch definiert, aber das ändert sich relativ schnell. Ich werde Günther bringen und ihn dann irgendwann zu gegebener Zeit einwechseln. Höhler immer noch angeschlagen. Das respektieren wir natürlich. Und dann machen wir in der englischen Woche keine halben Sachen. Es geht hier direkt weiter. Der FC ist Gastgeber und wir als Tabellendritter brauchen die Punkte. Sofort zum nächsten Spieltag. Es ist der 21. Wir gegen den FC Köln. Und bitteschön. Die Kölner hier mit dem 4-4-2 und direkt mit der ersten Chance in der zweiten Minute. Aber Flecken ist da. Und dann aber auch der SC Freiburg. Wir scheinen im Spiel zu sein. Früh am Tag. Möglichkeit für uns. Jong. Aber Salay bekommt den Kopf nicht mit Druck ordentlich, beziehungsweise den Ball nicht gedrückt. Und dann die Glanzparade von Timo Horn. Nach einer Ecke von rechts, Grifo hatte gespielt. Kammerwinger kommt unbedrängt zum Kopfball, aber Horn hat das irgendwie geahnt und es steht weiterhin 0:0. Kopfballabwehr landet bei Stindl, der es mit einem Schuss aus 13 Metern versucht, aber er trifft nur Grifo. Halbe Stunde gespielt, es passiert noch nicht allzu viel, außer dass die Kölner gelbe Karten sammeln. Flecken dann mehrfach gefordert, aber er hält die Dinger relativ sicher. Die Chancen für den FC nicht allzu groß. Kammerwinger mit einer 3,5 hier. Salay nicht wirklich gut. Trotz der überragenden Form bin da ein bisschen enttäuscht zur Halbzeit. Es steht 0:0. Und dann motivieren wir überwiegend die Offensive, während wir Günther auf links für seine gut genutzte Chance loben. Und dann sehen wir uns wie immer in der zweiten Halbzeit. Alle werden warm, zum Warmmachen geschickt. Die dritte gelbe für den FC. Bin gespannt, ob die zu 11 oder zu 10 hier das Spiel beenden. Die Kölner sind da und wir vergessen ein wenig die Tore zu machen, auch nach diesem Hochkaräter. Nils Petersen hat sich davon gestohlen und erhält eine schöne Steilvorlage von Kammerwinger.
am Strafraum schon wieder clever in den Rücken auf die Position von Lars Stindl, der aus 10 Meter trocken ins verlassene 1-0 einschieben will, aber kläglich verzieht. Und das ist das Ding. Wir haben hier die Chancen, wobei gar nicht mal so übermäßig viele, aber wir haben mehr vom Spiel und wir machen hier momentan das Tor nicht. Und dann ist es, glaube ich, an der Zeit, einfach auch ein bisschen was zu verändern. Wir bringen Demirovic und zwar für Stindl und ich werde auch Eggestein bringen. Kamavinga hier mit einer durchschnittlichen Partie und Konaté bekommt seine nächste Chance und zwar für Dominik Heinz. Dreifachwechsel hier in der 65. während wir den Pfosten treffen, ist will nicht das 1-0 fallen und wir brauchen es. Kamavinga mit der letzten Aktion vor seiner Auswechslung. Nach einer Ecke. Boah, ist das bitter. Der Dreifachwechsel ist durch. Wir schieben weiter an. Ich werde die Taktik auch nochmal kurz anpacken. Und dann fällt das 1-0 durch Roland Salah in der 75. Gerade die Taktik angepasst. Was ist passiert? Jong gibt den Ball von rechts herein. Salah chippt ihn galant ins Tor. Das sah einfacher aus, als es war. Endlich das erste für uns und dann können wir eigentlich die Taktik schon wieder komplett umkrempeln, aber wir bleiben auf dem Vollgas. Wenn schon, denn schon und da ist das zweite. Wie geil ist das denn vorher gesagt? Roland Salay mit dem Doppelpack, eine Minute später. Hier ist die Entscheidung gefallen. Schöne Kombination, über drei Stationen beim SC Freiburg. Am Ende passt Eggestein auf Salay und der Nationalspieler vollendet aus 11 Metern zum 0-2. Baumgart muss reagieren, wird reagieren, aber es könnte zu spät sein. Doppelpack binnen zwei Minuten von Salay und das torpediert natürlich ihn vermutlich in die Elf des Tages. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir wechseln ein weiteres Mal durch, denn wir haben tatsächlich mit diesen englischen Wochen zu kämpfen. Ihr seht es. Springe Kevin Schade für Nils Pedersen. Mutiger Wechsel hier, aber wir müssen dem jungen Mann eine Chance geben und fast das 3-0. Grifo verpasst. Die Kölner nochmal mit einer Ecke und nochmal eine Ecke, aber es steht weiter 2-0. Und wir haben noch einen Wechsel zur Verfügung, den wir sicherlich zu gegebener Zeit einsetzen. Es ist noch eine Minute zu spielen. Ich hatte gerade auf volle Defensive geschaltet. Jong geht vom Feld, ist gut fertig. Janik Haberer kommt zum Abschluss. Keins für Duda an der Stelle. Haberer für Jong. Und dann ist das 2-0 in Köln erledigt. Ausgezeichnet der Sieg, spät durch einen Doppelpack von Salay. Aber wir können uns bei ihm bedanken und gehen mit 3 Punkten vom Platz ausgezeichnet. Und wer hat es letzten Spieltag gesagt? Dortmund auf dem Gaspedal. Gewinn 1-0 zu Hause gegen Leverkusen. Wer hat das Tor gemacht? Ein gewisser Herr Thomas Meunier nach Vorlage von Rafael Guerrero. Insofern die Leverkusener lassen Punkte liegen und verabschieden sich von FC Bayern, der 2-0 gegen Leipzig gewinnt. Durch Treffer von Sané und Gnabry. Das bedeutet für uns, wir sind etwas näher an Leverkusen. Dortmund ist immer noch 4 Punkte hinter uns, aber Leipzig muss abreißen lassen. Etwas mehr Puffer für uns. Das hat diese Tabelle hier oben ein wenig entzerrt, kann man so sagen. Wir sind 9 Punkte von einem Nicht-Europapokalplatz entfernt, was sich ziemlich gut liest. Bin da sehr zufrieden drüber. Und dann müssen wir einfach festhalten, dass wir die letzten 2 Spiele gewonnen haben und 3 Spiele aus den letzten 5 Partien siegreich gestalten konnten. Das ist ein guter Schnitt und ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Blicken auf den nächsten Spieltag. Wir spielen gegen FSV Mainz 05 und die sind 14. Aber ihr seht es, die Mainzer, 3 Siege aus den letzten 3 Spielen. Was ist denn da los? Die Mainzer klettern und kommen zur Unzeit nach Freiburg. Während Dortmund zur Union nach Berlin muss. Also da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es bleibt hochspannend in der Bundesliga. Wir stehen auf einem respektablen 3. Platz, der hier sich zu manifestieren scheint. Und ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Folge wieder einschaltet, denn da ist noch nichts entschieden. Ich freue mich wirklich sehr, wenn die nächste Partie losgeht. Die englischen Wochen werden nun ein wenig abflauen. Das ist gut für unsere Mannschaft. Haben da sehr viel rotieren müssen. Das haben die Jungs aber gut gemacht. Und insofern bis zum nächsten Mal bei der Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.